Mit dem Timing zum Essen war es bringt mich. Gib Gas. Geht. Weiter, komm. Eins. Zwei. Noch eins, komm zu mir. Und drei. Für dich ist es gut, für mich ist es scheiße. So, Karl, wir sind jetzt dritte Woche, oder? Ja. Okay. Wir haben zwei Übungen für Rücken schon gemacht. Genau, jetzt Schulter ein bisschen zu mir beugen, zu mir. Genau, so halten jetzt. So siehst du am breitesten aus. Das ist Latpose von hinten. Genau, auch da, ein bisschen zu mir jetzt. Genau, jetzt sieht man besser. Wie man sieht, Schulter... Auch hier Schulterplatten sind schon wesentlich besser geworden. Auch von vorne. Mach mal Lat von vorne. Sei mal geduldig und mach mal die Pose und halt ein bisschen. Dass die Leute sehen, was du geschafft hast. Mach mal und halten. Genau. Super. Obwohl wir Rücken trainieren, deine Schulter, deine Brust, boah, alles noch voll. Anfang dritte Woche. Scheiße. Anfang dritte Woche, Defi. Was machen wir jetzt? Haben noch 6, 7 Wochen vor uns. Ja. 7, glaube ich, also. Die nächste Übung ist gleich. Wie viel? So, Freunde, wir sind immer noch beim Rückentraining. Dritte Übung, Rudern, Langhantel. Vorgebeugt. Ich liebe persönlich diese Übung. Die ist halt so brutal, vor allem wenn man nach Kreuzheben und anderen Ruderübungen macht. Man ist voll aus der Puste. Und ich führe ein bisschen anders aus wie die manch anderen. Ich bin eher waagerechter zum Boden, dass ich nur von Rücken eben Tiefe und Breite bearbeite. Ihr könnt zuschauen, wie ich ausführe. Ich liebe die Übung eigentlich. Die machen wir zu selten, gell? Jawohl. Auch Karl macht sehr große Radius. Genauso sollte auch ausgeführt werden. Wie ihr seht, er ist bis kurz vorm Boden. Sein Körper ist aufrecht. Jawohl, komm. Höher hoch, zum Bauch, zum Bauch. Genau. Ah, mehr, komm. Führ die auch Oberschenkel entlang. Oberschenkel, na, komm. Dann hast du besseren, ja, Schutz. Schweres Gewicht hier, komm. Bam. Komm mal rein. Komm. Komm jetzt. Okay. Sophia hat ziemlich schwer angefangen. Wir haben es gesehen, sie muss nächste ein bisschen leichter machen. Aber die Ausführung war schon korrekt. So, Freunde, jetzt ist vierte Übung angebrochen für Rücken. Da hat der Karl gemeint, da machen wir nur 3 Sätze. Manchmal gehen wir nicht nach festem Programm, sondern auch nach dem Gefühl. Wenn der Rücken voll ist, ist er voll. Deswegen werden wir 3 Sätze
Kurzhantel-Rudern machen, die bauen wir bei jeder Rückenübung rein. Ja. Wie findest du selber diese Übung, Sophia? Ich finde die genial. Nochmal jede Rücken, also eben nochmal seitlich die Rückenpartie separat von einer nochmal richtig reinzuarbeiten. Das ist ein richtig gutes Gefühl, finde ich. Weil sonst hat man immer parallelen Griff, immer alles gleichzeitig. Genau. Und so hat man eben nochmal einzeln, abwechselnd nochmal die Belastung. Einzeln und was auch sehr wichtig ist, die Ruderübungen bringen die Breite. Deswegen bauen wir so viele Ruderübungen wie möglich rein, bei der Sophia wie bei uns selber auch. Jetzt führen wir mal aus. Die machen wir ganz normal. Es gibt 2, 3 Versionen, aber wir machen ganz einfach. Spätestens bei dem Übung merkt man dann, dass man Rücken trainiert hat. Wir haben ja alle so gemacht, jetzt so nochmal, weil wir auch ein bisschen schneller trainieren können. Hier ist mehr Pump-Training, also Volumentraining, was ich sowieso liebe. Es gibt nichts Besseres, wie schnell und intensiv zu trainieren. Fünfte Übung für Rücken. Wir bauen immer wieder diese Übung ein, alle 2, 3 Wochen. Wie Karl ausführt, kann man zuschauen. Das ist mehr für obere Trapezius und untere Rückenbereich, um das Rest zu geben. Breite Griff, am besten mit SZ-Stange und auch so ausführen wie Karl, ruhig mitgehen, richtig, wie wir immer sagen bei Rückentraining, Freunde, Tiefe und Breite, Tiefe, indem man zusammenzieht, Breite, indem man diese Ruderbewegung macht, sehr effektiv, probiert's aus. Wie ich gemeint habe, Schulterplatten, Trapezius, von hier bis ganz runter. Also die Spannung geht bis Mitte des Rückens. Also eine Übung mehr für obere Rücken, Freunde. Um die Dichte und die Breite besser zu machen. Jawohl, Sophia. Gib Gas, komm. Auch hier sehr wichtig, ruhig mit Ellbogen nach hinten. Nicht so seitlich, sondern richtig nach hinten. Ja, also nicht so, sondern so. Gains-Ritual, das holt immer noch eine letzte Wiederholung raus. Du musst 3-mal Gains halten und die Handposition, die Kombination muss passen. Und der Blick. Gains. 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 So, 3-mal. Passende Song dazu. Justin Bieber. I will always love you. Und damit meint man natürlich die Gains, die er immer lieben wird. Brust reicht, Höhe brauchst du nicht. Komm jetzt. Ja, so, genau so. Ja. Geht. Jawohl, jetzt hört er mich nicht. Gib Gas jetzt. Was wolltest du haben? Gains, oder? Komm. 1. Gains. 3-mal, oder? Komm jetzt.
komm. Komm, noch eins. Gehen's, die zweite. Und jetzt kommt, gehen's, die dritte. Komm. Okay.